Hallo und Hallöchen und herzlich willkommen wieder Etentrio und wieder LS15, Kates Altkirch im Elsass immer noch. Und wir befinden uns wieder mal hier auf Hof 2 auf unserem selbstgebauten oder selbstplatzierten Hof. Heute Abend oder in diesem Video begleitet mich der liebe Lee Marcel. Hallöchen. Hallo. So, liebe Leute, wir hatten ja schon gesagt gehabt oder wir hatten das schon angefangen. Wir steigen mal erstmal unser gelbes Monster hier ein. So. Haben wir gesagt, ja, wir wollen euch ja ein bisschen was zeigen, was man machen kann. Das heißt, wir wollen vielleicht mal so eine Richtung Fischproduktion mal so langsam anfangen. Die Bäckerei haben wir schon gemacht. Felder haben wir schon ein bisschen was gemacht, damit wir natürlich auch ein bisschen was dann später haben für die Zukunft. Und deswegen begebe ich mich jetzt mal in Richtung Bäckerei. Denn wir wollen ja mal gucken, das ist jetzt ungefähr 4 Tage her, was dort jetzt an Brot produziert wurde. So, der liebe Lee, der hat auch schon seinen Auftrag bekommen von mir. Das heißt, der wird jetzt gerade eben oder macht es gerade eben schon mal Mais mitnehmen und wird schon mal in Richtung Fischzucht hinterfahren, wo ich dann gleich dazu stoßen werde. Dann werden wir sie natürlich kaufen, ist ja logisch. Und dann werden wir mal gucken, dass wir ein paar Fische züchten, wenn uns da jetzt nicht noch irgendwas fehlt. Das weiß ich natürlich jetzt aus dem Kopf selber nicht. Das ist natürlich auch alles testen. Das ist das Einzige, was ich wusste, dass wir Brot und Mais brauchen, aber für noch mehr weiß ich jetzt nicht. Ja, ihr seht selber, mein Traktor, der Minion-Traktor, der ist nicht gerade so der schnellste. Aber ich muss ehrlich sagen, in der, ach, in der Kürze liegt die Würze, kann man jetzt nicht sagen. Gibt es da irgendeinen anderen Spruch? Nö, oder? Das ist lustig. Auf jeden Fall, ich bin lieber der ruhige Fahrer, ich hatte damit kein Problem. Dauert alles ein bisschen länger, ist nicht ganz so schlimm. Aber wir fahren jetzt mal hier Richtung Bäckerei. Bist du auch schon unterwegs oder was machst du Schönes gerade? Ich bin gerade an den Dresser abtanken. So, dass der weiterlaufen kann heimlich. Ja. Nein, ich habe da gleich Körnermais drauf und dann kann ich damit dann zum Dings fahren. Ja, das ist auch eine Idee, das stimmt. Ich weiß wohl nicht, wie viel da reinpasst. Aber im Notfall haben wir da unten ja ein VP in der Nähe. Dann können wir dort ja den Rest auch hinbringen. Wieder. Jawohl. Also, Bäckerei war das noch nicht. Die nächste Einfahrt ist eine Bäckerei. Ich fahre wieder auf der linken Spur die ganze Zeit. Das ist wieder typisch. Ah, Alter! Da läuft einfach einer über die Straße. Ich fasse es nicht wieder mal. Ich merke mir die Straße nicht. Immer überfahre ich den gleichen Typen, der arme Mann, ey. Da muss er schon platt sein. Oi. Ach nö, habe ich keine Lust zu rufen. So, wie ihr selber seht, das Brotlager ist voll. 75.000. So. Viel. Das ist schon mal viel für die Tiere. Ja, ich denke mal, jetzt ein bisschen mehr produziert, aber das ist okay für die Tiere. So, wir brauchen gleich nur mit dem Anhänger. Ich laufe mal kurz hier hoch. Hier sind die Brote. Das werdet ihr gleich sehen. Leider kommt ja doch nicht so viel raus. Ich dachte, da kommt vielleicht links und rechts was raus. Aber ist auch nicht so schlimm. Komischerweise ist hier ein Container mit Brotresten. Ja. Warum werfen die das weg? Hätten wir Bescheid gesagt, dann hätte ich doch gesagt, dass wir die abholen. Wir wollen doch umweltfreundlich sein. Na egal. So, dann zusätzlich, dass ihr das alle auch wisst von diesem Brotverkauf, ist hier hinten ein Lager. Das heißt, ihr müsst, weiter vorne gibt es auch noch eine große Lagerhalle. Das aber alles zur späteren Zeit. Muss man nicht direkt extra alles irgendwo hinbringen. Das heißt, man kann es hier einlagern und dann gleich auch wieder rausholen. Naja, ob es da noch frisches Brot ist, ist was anderes, aber für unser Fischfutter ist das ja egal. Oh. Liebe Leute, mal es nicht wundern, ich muss es mal kurz aus dem Spiel tappen. Ich sehe da was. User was moved to your channel. Juhu. Oh, das ist ja schön. Kommt gleich wieder ein lange Synchro. Ja. Oh je, liebe Leute, ich versuche mich noch schnell jetzt hier hinzustellen, dass ich noch ein bisschen Brot auflade. Weil jetzt wird gleich ein kurzes Synchro kommen. Kurz ist Untertrieb, aber ist egal. Es sei denn, ich hab alles, wenn ihr nicht noch irgendwas drauf gepackt habt. Nö, wir haben nichts mehr drauf gepackt. Du bist runter und seitdem haben wir eigentlich nichts mehr gemacht. Aha. So viel ich euch weiß, musst du mal gucken. Gut, da fahre ich jetzt drauf, ihr seht selber. Der Anhänger, der füllt sich von alleine. Das heißt, da sind unsichtbare Minions, das ist ja der Minion-Anhänger. Das sind unsichtbare Minions, die jetzt gerade mir alles reinladen.
sieht irgendwie komisch aus, wenn man überlegt, dass man so einen Anhänger nehmen muss, um das zu transportieren, weil damit transportiert man Mist, Silage, alle Fruchtarten und dann kommt das hier noch Brot rein. Ja, gut, dass ich den vorher gut ausgespült habe, sage ich euch. Alga. Und wie sieht's aus, Marc? Komm mit zurück. Sehr schön. Wie ich den anderen schon gesagt habe, wir werden jetzt mal Richtung Fisch machen. Dass du Bescheid weißt, wo du uns findest. Ja. So, der hängt da unten dran. Das andere ist für da oben. Aber also mein Deutz, der hat mehr. Warum, wie ich verstehe, warum der den New Holland da, der T8, den du da hast, da den, ja, den nicht ziehen kann. Weil ich habe unten Ding, ich muss nachher bei dir mal von hinten dran gucken. Klingt jetzt ein bisschen beschissen, aber müssen wir machen. Ich habe hier zwei Anhängerkupplungen dran, normalerweise müsste es bei dir eigentlich auch funktionieren. Keine Ahnung. Aber Marc, wir haben festgestellt, bei dem T8 beim Liter geht der geht die Seemaschine nur vorne dran. Okay. Mhm. War nicht lustig. Ja, deswegen. Logisch. Also Brot haben wir hier oben noch genug Zeug drin zum Produzieren. Das heißt, es kann danach jetzt, wenn das hier leer ist, mal noch weiter machen. Ihr seht selber, ich habe hier einen kleinen Berg drauf sogar. Das heißt, wird unterschiedlich beladen, so wie es auch sein soll. Ja, der Hänger ist etwas naja, überdimensioniert, kann man schon ein bisschen sagen, aber den habe ich leider so gefunden, den habe ich nicht selbst gemacht. Der hat ein Fassungsvermögen von 85.000. Und daher, naja, schauen wir mal. Ist halt ein bisschen mehr, jetzt gucken wir mal, was der Lee jetzt hier bringt. Der Markt bringt auch vor. Ja, Marc, dass du Bescheid weißt, ich habe schon Feld 32 sind das, glaube ich, die zwei nebeneinander, die habe ich schon komplett gesät jetzt wieder. Okay. Lee ist gerade irgendwie an Feld 42 dran und Feld 40. Ernten oder was? 42 ernten, wenn ich das richtig gesehen habe, und 40 am hat der Vorkommen gekruppert, gedüngt oder so irgendwie, und dann gesät. Stimmt das, Lee? Ja. Alles super. Richtig. Super. Ach ja. Wie sagen wir? Ich mir jetzt wieder einen Anruf kriege. Das ist ein Anruf? Na, heute hatte ich mir den ersten Anruf. Oh, heute hast du deinen ersten Anruf. So spät noch? Kurz, nee, heute Mittag schon. Gut, jetzt wird ein Termin gemacht für die Vertragsunterschreibung. Oh, Glückwunsch. Das freut mich. Dann kann man ja noch viel Glück wünschen. Ja, wird schon. Aber nicht, dass du, uns hier abtrünnig wirst. Wir brauchen dich hier. Unsere YouTuber, ja, die verlangen nach dir. Ist ja erstmal nur Tagesdienst von Montag bis Freitag. Ist doch egal. Die verlangen nach dir, die brauchen dich. Abends werde ich auf alle Fälle da sein. Das ist schön, dann wenn ich immer arbeiten bin. Dann wenn ich immer arbeiten bin, aber nicht jeden Tag, zum Glück. Na wieso, abends, ab eine bestimmte Zeit bist du da auch wieder da. Ja, ab 23, da kann ich mir machen, du musst ja immer früh raus. Ah, da kann man auch im Notfall noch ein schnelles Video machen. Ja. Da könnt ihr euch doch mal Themen überlegen. Ist immer ich ja. Immer muss ich mir überlegen, was machen wir denn heute? Welchen Unsinn stellen wir? Mit Daniel, warum ist denn der da unten? Ja, dass ihr das versteht, wir sind ja auf dem Tester und da ist der im separaten Raum, ja, der ist online gekommen, hat uns erst gar nicht mit uns geredet und ist sofort in den Raum reingeswitcht mit den anderen beiden und spielt momentan wieder CSGO. Okay. Ich habe ihm dazu schon eine schöne Nachricht geschrieben und habe gesagt, Dankeschön und kannst da oben bleiben und wünsche dir noch einen schönen Abend. Da brauchst du mit dir nicht mehr dazu zu kommen, das ist mir relativ egal jetzt. Ich darf wieder spielen. So Leute, es hat ja, 2 Minuten gedauert. So, jetzt werden wir mal wieder hier rausfahren. Ihr seht selber schon, er kämpft ein bisschen, der Deutz. Also so sehe ich das, wenn das ein Deutz ist, ist eigentlich ein Minion. Aber ich würde mal sagen, das ist ein Deutz.
7250 TTV, würde ich mal sagen. Ja, da war wieder eine Person, die ist mir durchs Gewicht gelaufen, na geil. Aber ich muss euch Leute, muss ich sagen, wie gesagt, auch wenn es ein etwas langsamer Trecker ist und ich auch beim Sehen und alles meine Schwierigkeiten öfters habe, muss ich ehrlich sagen zu euch, also ich freue mich darüber. Ich habe hier richtig gut. Macht das Spaß. Was ist los? Wo ist mein Deutz? Auf dem Feld 40. Genau, das zum Sehen benutzt. Holen dir einfach. Mach ich auch. Dann kommst du mit dazu. Mach ich. Ja, und das, was ich mir dachte, wenn der voll beladen ist, wenn man zu schnell fährt, fängt er an zu schlingern ein bisschen. Ist bei mir aber auch. Ja, aber das ist normal. Das ist, sorry bitte, wenn du einen vollen Hänger an hast, der ist beim Traktor und du fährst zu schnell und lenkst ein kleines bisschen, dann fängt er an zu schlingern. Ist mir fast logisch eigentlich im normalen Leben. Ja. Daher mache ich mir da keine Gedanken. So, ihr seht jetzt selbst hier rechts, da kann ich mal gucken, das ist noch die dritte BGA, die wir haben, die am Anfang auch Verfügung ist. Die hat leider nur einen kleinen Fermentierer mit 20 Kubikmeter, leider nur, aber nur eine Halle. Und das Silo, was dort ist, dieses tiefe Silo, wo die Silage drin ist, ist Art dieses Bunkersilo im Endeffekt. Das heißt... Verdammte Kacke! Oh nee. Ich muss zurücklaufen. Ich hab's auf der Karte gesehen. Was hat er gemacht? Oh oh. Ich hänge in der Brücke. Du hängst in der Brücke. Nein. Das kann doch auch nur dir passieren. Ach nee, ich vermute es schon wieder. Er hängt der Brücke runter. Ach nee, was hast du jetzt gemacht? Ja, weißt du, was da übrig bleibt, nur lieber? Jetzt wird die Aufnahme ist natürlich noch perfekt. Warte. Zurücksetzen. Nee, kann auch nicht mehr. Ich spring mal die Brücke runter. Der hängt hier richtig geil drüber. Notfall. Das Einzige, was dir jetzt übrig bleibt, den Anhänger loszulassen, runterzufallen und dass dann Marc den Anhänger mitnimmt. Weil du musst dann entweder, wenn du auf dem Dach landest, müssen wir dich erst zurücksetzen oder du hast Glück. Musst du ausprobieren. Lass los. Genau. Oh nein. Der liegt scheiße. Liegt genau da runter. Ja, wir können ja mal ausprobieren. Wir können ja mal gucken. Wir wollten ja eigentlich das holen, aber... Wo bin ich denn jetzt? Verdammte Kacke. Ich komm. Und Marc, bist du auch schon auf dem Weg? Sitzt jetzt in meinem... Salz wieder drin. Schön, der hat noch 112 Liter. Naja, der Deckel ist noch fast fertig. Jetzt fällt das auch fast fertig. Du sollst ja mit zu hinterkommen. Oh, da steht er wieder. Da stehe ich wieder. So, also muss es da vorne ankoppeln können. Ich bin auf die Brücke draufgefahren, habe ich den Kreis gedreht und dann hang ich da. Immer diese faulen Ausreden. Ah, er hat es geschafft. Deswegen sage ich ja, Geschwindigkeit ist nicht alles. Ja, stimmt. Aber es passiert ja nicht immer. Nö, nur immer öfter. Ja. So, da werde ich auch mal wieder zurücksetzen. Toll, ich kann nicht linken. Das schiebt von hinten, du hast Gewicht hinten dran, schnuppig. Das weiß ich auch. Deswegen, so, da fahren wir mit der Brücke durch mal eine Runde. Und so, die Maschine abstellen und dann irgendwas mitbringen, Hänger oder sowas? Wir dürften hier noch nichts rauskriegen. Das heißt, wir können erstmal nur einfüllen. Ich will aber erstmal Musik tanken. Ich würde dann aber warten, bis du hier bist. Erstmal schnell tanken. Danken. Oder du kommst über den Porter rein.
Und die Portale, weißt du, was ich meine? Ach nö, wenn dann fahr ich schnell. So, hier haben wir dann auch direkt das Fischfutterlager, wo wir abkippen können und das rausholen können. So, ja, Lee, jetzt nicht drängeln. So, jetzt müssen wir nämlich erstmal gucken hier. Wir haben jetzt hier die Fischfutteranlage, die wir kaufen müssen. Da steht da, Mischanlage Fischfutter. Der Leasingvertrag ist ausgelaufen und muss verlängert werden, wodurch eine Einmalzahlung anfällt. Die Summe wird angezeigt. Ja, ist da klar. 85.500. Ist uns das wert? Was sagt ihr? Gute Frage. Ja. So, hier auf dem... Aber eigentlich... Ich ja, oder? Eigentlich schon, locker. Aber das Komische ist ganz einfach, siehst du das hier? Auf dem Trigger stehen hier schon Zeug drauf. Sehe ich auch gerade. Das ist ja irgendwie gerade komisch. Wo ist denn hier eine Anzeige? Hier. Der Aufband, da ist aber nichts drin. Da ist kein Fisch, kein gar nichts drin. Naja, okay. Aber hier ist nämlich extra die Anzeige, seht das mal. Das ist so ein bisschen Verhältnis. Das heißt, wird da links da hochgehen, wie hier Fischfutter drin ist. Und dann Fischzucht 0%, Fischfutter 0%, Fisch 0%. Das verstehe ich gerade noch nicht ganz, aber ist egal. Und dann sieht man eigentlich, wie viel Fisch dann drin ist. Naja, okay. Und die gelben Dinger, was unten dran hängen? Ja, die geht dann hoch, gehe ich mal von aus. So, ihr seht selber, schön Wasserchen. Da schwimmen die Futteranlagen auf dem Teich. Wir haben hier sogar Fische drin. So, warte mal, ich ziehe mich kurz um. Blub, blub. So, umgezogen. Jetzt gehen wir mal tauchen. Ihr seht, da schwimmen schon einige Fische drin. Was hatten wir gesehen? Karpfen, Forelle und, glaube, Hechte hatten wir gesehen. Lee, du bist nicht umgezogen. Egal. Der macht, will sie noch nackig machen. Nee, bloß weg hier. Leute, tut euch das nicht an, das Bild. Das kann nur noch schrecklich werden. So, da gehen wir kurz mal hier rum. Das heißt, von allen Seiten ist hier alles zu. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas reinkommt. Das werden wir jetzt aber gleich sehen. Das ist einfach schön zugemacht. Und hier ist der Trichter. So, ich hoffe natürlich, dass wir darin abkippen können und nicht reinladen müssen. Weil das wäre ein bisschen komisch, weil wir keine Lage haben, wo das eigentlich drin ist, wo wir im Radlader arbeiten könnten. So, hier hinten haben wir noch Halle. Einen kleinen Unterstand. Ja, einen kleinen Holzunterstand. Der ist süß. Also was für Lee. Was für mich? Ja, klar. Er muss ja, Gegensätze ziehen sich an, weißt du doch. Oh, fein. So, Marc, wo bist du? Der hat sich verfahren, wie immer. Nee, nee. Bin auf dem Weg. Dann mach mal, porte dich mal hierher, Schnucki, komm. Geh in die Halle und porte dich mal her. Schnucki, du sollst dich herporten. Ja, schon fast da. Ja, fast da. Du fährst gerade vom Hof erst weg. Fast da. Da müssen wir noch warten hier. So Leute, das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Bis Quatsch, der Fliege. Bis der Markt jetzt mal hier irgendwann mal eintrifft. Ja. Ah, was machen wir denn so lange? Können wir gar nichts machen. Ja, wir können ja mal gucken ein bisschen hier. Laufen wir den Anhänger angucken. Ja, den Anhänger habe ich ja vorhin schon in der letzten Folge schon angeguckt. Da steht schon Banana drauf. Ihr habt ja, ihr seht, Lee, komm mal hierher auf die eine Seite. Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Hinter mir? Alter, ach, guck mal. Du siehst doch hier vorne, die drei stehen, wo steht I am with stupid. Ja. Das in der Mitte bin ich. Den Rest könnt ihr euch denken. Ich renn weg. Ich könnte höchstens der Bob sein. Ach so, heißt der, okay. Du? Da steht sogar Witchcraft Design. Da wisst ihr, wo es herkommt. Also man kann wirklich sagen, eigentlich so schlecht sieht es hier wirklich nicht aus. Schöne Anzeigen hier unten drunter, Hydraulik-Anzeigen, kleine Schilder, ist nicht ganz gut zu lesen. Aber das ist eigentlich relativ egal. Ich echt sagen, es ist schön gemacht. Auch hier können wir hier hochklettern. Ne, können wir nicht hochklettern, gut. Ist auch nicht schlimm. Das Schönste, was ich finde, wirklich, also die Reifen, da sind schon die Gewichte integriert. Und zusätzlich natürlich die Beschriftung von den Reifen hat der extra hervorgehoben, hat der dran gemalt oder wie auch immer das dann auch macht. Das sieht richtig geil aus. Ich habe leider noch nicht das Minion-Gewicht gefunden. Da gibt es noch, angeblich noch Minion-Gewicht dafür.
Das ist noch die Sache, die eigentlich noch fehlt, weil die müsste hier vorne noch dran, so eine Minion-Figur. Dann wären wir fast komplett. Ich habe Fischfutter gefunden. Was hast du gefunden? Fischfutter? Ach, hier hinten in der Halle drinne. Fischfutter rein. Nee, das ist mir schon klar, dass es da hinten reinkommt. Das wollte ich den Leuten ja schon noch zeigen. Ach, Lee, du bist doch noch viel zu schnell. So, der Lee geht wieder tauchen. Lasst ihn mal tauchen. Dann macht er wenigstens ein bisschen blub blub. Genau, hier kommt das Mischfutter dann rein. Mischfutter sein, Fischfutter. Wenn ich hier reinsteige, passiert hier gar nichts. Obwohl ich eigentlich ein Gewicht habe, aber ist egal. So, dann haben wir hier noch ein kleines Siegel. Das ist darin, wo es gespeichert wird. Unser Wasser hören wir schön. Nach hier hinten ist nichts mehr. Da hinten ist bloß noch die Pumpenanlage. Da habe ich natürlich noch nie hingeguckt zu der Pumpenanlage. Nicht, dass wir da hinten auch noch was machen müssen. Das wäre jetzt, glaube ich, was. Sieht aber nicht so aus. Nö, da steht nur Wasser dran. Da können wir nichts machen daran. Ah, der holt sie. Ach, das ist das System, das sie aus dem Bach das Wasser rausholt. Okay. Ja, das ist schon mal sehr schön. Ja, der Mark ist da. Der Mark ist da. Hat der geschummelt hier irgendwie? So, hier haben wir noch Reparatur. Hier sehen wir noch diese Mischfutter-Putons, kann man sagen. Das heißt, da kommt dann das Mischfutter rein. Das macht er automatisch und dann kann man das machen. So, der Cookie ist da. Unser Cookie. Cookie, Cookie, Cookie. Hier hinten aber noch ein bisschen Wäsche hängen. Lee, deine Wäsche sollst du mal abhängen, ja? Nicht meine Wäsche, ist Cookies Wäsche. Nö. Hier hängt sogar ein Feinripski. Oh, Lee. Meine Güte, das ist doch eklig von dir. Bah. So, Leute, wo wollt ihr hin? Ich kaufe jetzt. Ach nee, wir wollten ja mal was ausprobieren, ihr beiden. Ihr seid ja so keine Admins in der Weise. So, liebe Leute, mal einer von euch rantreten, mal kaufen. Mach ich. Ich bin mal gespannt, weil das muss man jetzt mal testen, weil die BGA wurde von jemandem gekauft, der keine Adminrechte hatte das letzte Mal. Und jetzt muss ich das mal testen, ob da wirklich ein Fehler drin ist. B, um zu kaufen. B, um zu kaufen, genau. Der kann das wirklich kaufen. Lol. Super. Obwohl ich da nichts eingestellt habe. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Also wie gesagt, Leute, dann tut mir einen Gefallen, nichts kaufen. Nee, nee, alle tut. So. Das ist der Futtermaster. So, das heißt, normalerweise kommt da das rein. Mais, Brot und Wasser. Hups, wir brauchen sogar Wasser hierfür. Soll ich holen? Mark. Ich hole. Mark. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Deswegen habe ich gesagt, du hast dich herporten. Jetzt musst du extra zurückfahren und Wasser holen. Och man. Ah, seht Leute, der hat einen schönen Deutsch. Kann man nichts dagegen sagen. Das sieht ähnlich aus wie eigentlich die meiner. Sogar fast nur die Front ist anders. Und die Front, muss ich sagen, von dem Deutsch gefällt mir sogar richtig gut. Die hätte ich an dem ja auch gerne dran gehabt. Aber die ist auch sehr ausreichend. So, das heißt, wir müssen mal gucken. Wir gucken mal gerade ans Squad mit einem Trick. Ah, okay, da ist der... die Trigger-Annahme da vorne. Okay, also müssten wir normalerweise, wenn wir rückwärts zurücksetzen, dort rankommen. Dann probieren wir das mal. Und Leute, denkt bitte dran, das ist hier kein Teich, wo ihr eure Trecker drin waschen könnt, also nicht da reinfahren. Schade. Okay, davon komme ich nicht dran. Da reagiert nichts damit. Das wäre jetzt ein bisschen komisch. Ach doch, hier bin ich. Auskippen. Sehr schön. Oh, der kippt sogar komplett. Och nö, nö. Nö. Boah, was? Ist das nicht verarscht hier, oder? Nicht ehrlich jetzt. Ich habe noch nicht mal angefangen zu kippen, da hat er schon aufgehört. Och nö, nö. Das ist wirklich bloß so ein kleiner Mischer. Ja, 15.130 Brot. Das ist mies. Na, so weit zurück musst du, glaube ich, gar nicht. Du musst nur mal vor, du musst ein bisschen weiter zur Seite, glaube ich mal. Ah ne, doch funktioniert. So, was kommt bei dem rein? Oh, bei dem passt mehr rein. Oh, das ist doch scheiße. Oh, nee. Guck mal, bei dem passt das fast. Da passt sogar... Nee, nicht ganz genau. Gut, der hat noch was drin. Huh. Aber über die Hälfte. Ja, klar. 50.000 passen hier drin. So ein Scheibenkleister.
Ja, da fehlt jetzt bloß noch Wasser. Obwohl ich mir eigentlich sage, hier ist so viel Wasser, warum fehlt da Wasser? Egal. Ja. Hätten wir jetzt hier ein Fass hier unten, wäre das kein Problem. Da oben habt ihr auch eine Anzeige jetzt, das ist ja so ein, das System, was wir drin haben, da heißt Fish Forage Master Info Wasser leer. Das heißt, sind in irgendwelchen Anlagen, die wir momentan betreiben, irgendetwas, was fehlt, haben wir den Vorteil, können wir nachgucken und können sagen, hier, das wird uns da angezeigt. So, Jolly. Dann muss ich jetzt erstmal hier warten, bis das Wasser da ist. Was wieder, ja schon. Was 3 Stunden wieder dauert. Deswegen habe ich gesagt, da soll sich herporten. Da hätte er sich einfach zurückporten können, seinen Trecker geholt, Wasser geholt und fertig. Nee, der will mal wieder nicht auf mich hören. Warum will keiner auf mich hören? Aber Lee, du kannst gerne, wenn du möchtest, schon zurückfahren. Auf dem Weg. Ja. Mais können wir nirgendwo anders momentan gebrauchen. Ja. Was, Körnermais? Er hat Körnermais drin, ja. Aber bitte lass die Brücke ganz. Das blaue war das Wasserfass, nicht wahr? Genau, das blaue ist das Wasserfass. Und kannst du gerne nehmen und dann hierher düsen. Wir sind schon bei 28 Minuten, liebe Leute. Wenn es voll ist. Oh, das auch noch. Es ist noch nicht mal voll. Ja, da ist bestimmt Gülle drin oder irgendwas, ne? Nee, ist komplett leer. Ja, das ist doch gut, das ist ja klar, da soll ja auch nichts drin sein. Ja, hier ist es so ruhig, wir warten auf den Mark, der nicht auf mich hören mag. Entschuldigung, ich muss jetzt gerade mal fast füllen. Nee, du hast ja voll auf mich hören müssen, da habe ich gesagt, teleport dich her mit dem Zugang. Hätte trotzdem mir zu lange gedauert. Nee, hättest du nicht extra zurückfahren müssen und wieder hier hinfahren müssen. Hättest du gleich dort einsteigen können, auftacken und wieder. Das ist mindestens 2 bis 3 Minuten weggespart. Nee. Ja. Muss ja nicht auf den YouTuber hören, der hier das Video macht. Nö, überhaupt nicht. Der muss es dann ja bloß schneiden, konvertieren und alles machen. Nee, überhaupt nicht. Ja, aber das Zwischenstück steigt ich so nicht raus. Ich hätte auch anhalten können. Und dann hätten die anderen dann kurze Pausen und hätten mal weitergemacht. Aber warum auch? Das ist doch sinnlos. Das sind diese Fehlaufnahmen gewisserweise. Und probier jetzt bitte nicht danach, wenn du hierher kommst, in die Halle hier reinzufahren. Dahinter ist ein blaues Fass. Ich denke mal ganz stark, dass es dort reingeht. Bin da schon wieder auf dem Weg. Ja, erst? Was jetzt erst? Boah. Lee, fahr mal der, schubst den mal an. War schon voll mit 62. Also Lee, dann bleib hier, hoffe nicht. Tut ihm nicht weh, den armen Jungen. Ach du, ich hab damit keine Probleme. Ich aber. Warum? Wer stellt sich hier stundenlang hin und muss den Lack und die Beulen alles ausbessern von den IT-Containern? Du nicht, ich? Ich würde mal sagen, der Verursacher. Wer hat sich denn heute Mittag dahingestellt und alles gebaut, hä? Der Maestro. Und dann wirst du noch angemeckert hier. Puh. Nö. Doch, heute Mittag wurde ich angemeckert. Was für Scheiße ich da gebaut habe und die. Ich das hat heute keiner gesagt. Hat Daniel überhaupt nicht gesagt, nein. Habe ich nicht gesagt. Daniel. Du. Was? Statt einfach mal zu sagen, ey, hast du super gemacht von Anfang an, einfach mal ein Lob aussprechen. Nö, da muss ich erstmal böse Worte sagen.
kann man ja nicht mal einfach mal, dass man mal lieb zu mir ist, oder? Ach ja. Bist du bald mal da? Mhm. Oh, was Mann. Da? Ja. Bleib jetzt auch noch irgendwo hängen am besten. Nö. Doch. Obwohl, die Brücke kommt ja gleich, wo die festhängen. Ja, deswegen sag ich ja. Ihr seht ja selber jetzt gerade, ich habe die Karte offen. Im Endeffekt, momentan versorgen wir uns eigentlich grundsätzlich nur durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Felder. Wovon ein Feld, die 31, eigentlich nur ein Teilstück genutzt wird, ein Viertel, glaube ich, von dem Feld. Der Rest ist unser neuer Hof, den wir gebaut haben. Oder sagt, den ich zusammengeschustert habe durch die ganzen platzierbaren Objekte. Ja, und das ist ja auch so eigentlich gut. Das heißt, ihr seht selber, also die Felder sind noch so viel Platz. Also 56 und 57 haben wir auch, aber da haben wir Luzerne drauf. Das nehmen wir grundsätzlich nur als Hexefelder, weil Luzerne, da kannst du wirklich 4-5 Mal drüber fahren. Auch wenn dann zum Schluss nicht mehr so die Riesenmenge rauskommt, es kommt immer noch was raus. Und das ist eigentlich Sinn und Zweck der Sache. Und das wollen wir halt nutzen, dass wir da nicht so viel ausgeben müssen, auch wenn wir das Geld eigentlich haben. Aber wir sind ja keine Geldschleuder, Leute. So, ich glaube, ich höre was. Der fährt auf der falschen Seite. Das war mir doch klar. Schade, dass er da vorne da rum. Nein, nein, überhaupt nicht. Ja. Bloß nicht. Pass auf, dass du nicht beim Rollen noch einschläfst. User joined your channel. Na komm, Wasser. Und geht was rein? Ja, ich höre. Ja. Jo. So, schau mal. Oh ja, da könnte ja sogar ein bisschen was, das ganze Fass locker hinpassen. Jetzt bin ich mal gespannt die nächsten Seiten, wie wir Fischfutter produzieren und wie dann natürlich die Fische produziert werden. Aber ich sag mal so, liebe Leute, das werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall mal machen, durchgehen. Ihr seht selber, Wasser geht rein und alles darum. Ich bedanke mich recht herzlich bei unserem lieben Lee Marcel und bei unserem lieben Cookie. Und wünsche allen noch einen wunderschönen Abend, die zugeguckt haben. Lasst Kommentare da, lasst Likes da, was auch immer ihr wollt. Kommt zu uns, spielt mit uns mit, so wie ihr das gern möchtet. Meldet euch bei uns. Ansonsten sage ich gerade von meiner Seite Danke und von den anderen beiden, die werden bestimmt noch gleich was sagen. Bitte schon, schönen Abend noch. Bye, bald.